Grußwort, das war für mich wieder ein Reizwort gewesen. Aus dem Wendland bin ich angerufen worden. Lasst uns die allerherzlichsten Glückwünsche zum 200. Sonntagsspaziergang überbringen. Wir sind eingeladen, wir haben an diesem Wochenende ihr Kulturfest, gestern und heute, und deshalb sind da auch keine Leute gekommen, die sind alle gut eingebunden, aber sie würden sich freuen, wenn wir dann im November zum Gastortransport kommen und da alle heftig mitmachen. Ich denke, da sind wir alle wieder am Start. Danke. Ja, kurz zwei Grußwörter von mir, eins direkt aus Gronau. Wir sind heute mit relativ vielen Leuten nach Aus gekommen, trotz Wind und Wetter, einige auf dem Fahrrad, insgesamt 10 Leute aus Gronau ungefähr. 200. Sonntagsspaziergang in Aus ist eine riesige Nummer, nur ja, wahrscheinlich liegen noch ein paar vor uns, um das Ganze hier zu stoppen. Im Grunde haben wir leider entsprechende Erfahrungen. Wir hatten ja kürzlich den 300. Sonntagsspaziergang. Wir haben es gerade mal kurz hochgerechnet. Im Jahr 2019, Pi mal Daumen, wäre hier der 300. Sonntagsspaziergang und dann werden immer noch AKWs in Betrieb. So kann es nicht sein. Wir müssen zusehen, dass wir Dinge schneller gestoppt kriegen und das am besten sofort. Zweite Grußwort kommt aus Bonn vom Bundesverband BIs Umweltschutz. Ich bin auch im Vorstand tätig und die BI Aus ist ja auch Mitglied im BBU. Also von daher auch die besten Grüße aus Bonn und ja, Bundesgebiet quasi. Und für Gruppen, die noch nicht im BBU sind, vielleicht kurz die Aufmunterung. Es geht um Vernetzung. Wir müssen zusehen, dass wir uns besser vernetzen und besser zusammenarbeiten. Und da bietet sich auch der BBU an. Es gibt hier in der Region auch noch viele Gruppen, die noch nicht da drin sind. Wer da Interesse hat, kann bei uns erfahren, was es für Vorteile mit sich bringt. Inhaltlich will ich gar nichts weiter groß sagen. Heiner und Felix haben mir alles auch zu Corona wesentlich schon erzählt. Vielleicht kurz noch ein Blick über die Grenze nach Almelo. Die Urananreicherung in Almelo soll auch noch ausgebaut werden. Da läuft gerade ein Genehmigungsverfahren, die wollen auf 6200 Tonnen Trennlasten ausbauen, damit die zukünftig für 50 AKWs weltweit Uran liefern können. Auch da versucht man gegenzuhalten. Es wird in den nächsten Tagen hoffentlich endlich die Einspruchsliste dagegen geben, die auch in den einschlägigen Internetseiten dann verbreitet wird. Und bis zum 10. August können da Einsprüche gesammelt werden. Es wäre gut, wenn auch möglichst viele Einwendungen zusammenkommen würden. Ja, schönen Tag noch und bis demnächst mal in Gronau, Almelo oder anderswo.